200 Simoleons für ein Babytöpfchen. Die haben ja den Knall nicht mehr gehört, du. Sie geht das erste Mal aufs Töpfchen. Malcolm macht sich jetzt drauf und dran und räumt dieses Gerümpel hier weg und vergrößert den Garten. Liebe Leute, seid ihr bereit für die perfekte Location für einen Junggesellenabschied? Sisi, wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile und du bist echt eine gute Freundin geworden. Oh mein Gott, sie ist nackt und es kommt einfach ein Typ. Dass dein Mann wüsste. Hallihallo, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu Part Nummer 12 unserer Whimsy Stories Legacy Challenge. Ich hatte einen super stressigen Tag heute, bin entgenervt und deswegen lasst uns einfach zusammen entspannt Sims spielen und... Ich habe einiges offscreen vorbereitet für heute. Unter anderem möchte ich den Junggesellenabschied von Fleur feiern. Die Hochzeit möchte ich demnächst dann bald feiern. Ich weiß zwar noch nicht, ob im nächsten oder übernächsten Part, aber auf jeden Fall steht sie demnächst an. Und deswegen dachte ich mir, komm, sie verbringt ihren Junggesellenabschied mit Sisi. Ich habe ganz viele Sims umgestylt. Die werden wir alle heute sehen. Und ich freue mich. Habt ihr Lust, Party zu machen mit der lieben Fleur? Ich habe Lust, Party zu machen. Ich mache heute Party. Hey. Ja, quatsch mal gar nicht länger drum rum, würde ich sagen. Legt mal direkt los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Es ist gerade Morgen. Die kleine Ivy schläft noch mit ihrem süßen kleinen Elch-Kuscheltier hier hinten. Finde ich ja zuckersüß. Möchte ich auch haben. Und guck mal bitte, wie schön die Sonne hier reinscheint morgens. Ist das nicht ein Träumchen? Ich finde es ein Träumchen. Absolut großartig. Aber was ich noch sagen wollte, ich kann übrigens noch nicht auf eure Kommentare reagieren, weil der Part heute erst online gekommen ist und ich noch keine Kommentare von euch habe. Deswegen, I'm sorry, nächstes Mal reagiere ich dann wieder drauf. Bringt sie denn den Müll hin? Ah, zum Müll? Zum Müllcontainer? Zum Müllcontainer. Stimmt, wir haben gar keine Mülltonne. Hallo Fleur, ich frage mich, ob es sich lohnt, Thomas Watson Messer kennenzulernen. Was denkst du darüber? Ich kenne die nicht. Ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung, wer das schon wieder ist. Wieso fragen uns denn die Leute immer nach unserer Meinung? Verstehe ich nicht. So, ich habe in eurer Abwesenheit das Bettchen verkauft und dafür eine Yogamatte gekauft. Ist sie nicht wunderhübsch? Weil ich mir dachte, jetzt bringt sie es doch wieder her. Ach so, sie hat... Das ist sehr effizient. Lasst uns einen Mülleimer kaufen, damit sie nicht immer erst die Essensreste in den Müllcontainer schmeißen muss und dann den Abwasch machen kann. Ich finde ja den hier ganz cool, so als Übergangsmülleimer. Wir haben ja nicht mal Platz für einen Mülleimer. Das ist ja auch schon grandios designt hier. Das ist ja echt grandios designt. Ich glaube... Keine Ahnung. Wow, sind die Mülleimer teuer. 110 Simoleons für das hässliche Teil. Aber ich glaube, das ist die einzige Stelle, an der sie das auch verwenden kann. Guckt mal, wie unsere Pflänzlis glitzern. Da machen wir doch direkt mal ein Mega... Oha! 394 Simoleons. Wow! Okay, das verkaufen wir direkt. Und dann gucken wir mal, was ich weiterentwickeln kann. Gartenpflegen können wir auch direkt machen. So, ich glaube, ich habe alle weiterentwickelt, die man weiterentwickeln kann. Und ja, ordentlich verdient heute, würde ich sagen, mit dem Garten. Das ist toll. So, was kann man hier denn jetzt? Man kann ja auch Bio-Benzin sammeln. Aber... Oh! Ivy ist wach und sie hat bestimmt Hunger. Moment, ich muss kurz was gucken, Ivy. Sammle 3-mal Insekten aus einer Insektenfarm. Zählt das so hier? Ja! Wunderbar. Dann pfleg sie doch direkt mal, fütter sie, damit sie auch weiterhin schön gedeihen. Oh, wer besucht uns hier denn? Nicht so interessante Person. Wo ist sie denn hin? Sie ist ihre... Oh! Ich glaube, sie wird auch eine Naturmausi, so wie es aussieht. Oder was? Sie kann mit Pflanzen brabbeln. Das ist sehr süß. Okay. Geh mal wieder rein, liebe Ivy. Vielleicht wird sie ja auch so eine Naturmausi. Das wäre schön. So, dann nehmen wir jetzt mal Reste für Ivy raus. Toast. Kann sie sich hier eine Portion nehmen? Oha, sogar die Kleinkinder können das Essen vergiften. Ah. Okay, da könnte man mal eine Kleinkind des Teufels-Challenge spielen. So, jetzt darf die kleine Mausi auch was essen. Aus Klo muss sie auch. Leider haben wir kein Geld. Doch, wir haben jetzt Geld. Okay. Moment, dann kaufe ich ihr gleich mal noch ein Töpfchen, dass sie das gleich mal üben kann. Oh, das ist ja auch voll teuer. Oh, Knete können wir auch noch kaufen. Komm, kann sie ein bisschen kneten. Die Töpfchen sind ja 200 Simoleons für ein Babytöpfchen. Die haben ja den Knall nicht mehr gehört, du. Ja, dann nehmen wir halt das
Ah, nee, das. Okay, das Übungstöpfchen ist das günstigste. Haben wir dafür Platz im Bad? Ich glaube schon. Das müsste gehen, oder? Oh, die Farbe ist schön. Okay, dann versuchen wir mal, ihr das beizubringen. Ivy beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Komm, damit die süße Maus auch ein paar Fähigkeiten lernt. Ah, jetzt. Oh, sie hat einfach gewartet, bis sie fertig ist mit Essen. Ist das süß. Und ich liebe dieses Outfit mit ihren Schläppchen und dem... Ah, ich liebe sie jetzt schon. Und hat sie Lust? Ja, sie hat Lust. Komm, meine süße Maus. Bringen wir das dir mal bei. Sie geht das erste Mal aufs Töpfchen. Papa kann leider nicht dabei sein, weil er beim Arbeiten ist. Aber wenn sie es dann selbstständig kann, dann ist Papa bestimmt auch dabei. Und klappt das, meine süße Maus? Sie tut sich noch ein bisschen schwer. Bisschen Motivation von Mami. Go Ivy, go Ivy. Ja, jetzt wird es dann aber dringend bei ihr. Nicht, dass sie sich doch noch an die Windel macht. Oh, sie hat es geschafft. Und sie hat direkt Level 2. Sehr schön. Ich bin stolz auf dich, meine Mausi. Wir können sie nicht mal waschen, ne, weil wir keine Badewanne haben. Aber wir haben auch absolut keinen Platz für eine Badewanne in diesem Badezimmer. Das könnte noch problematisch werden. Das könnte noch sehr problematisch werden. Okay, ich würde sagen, Ivy geht dann jetzt mal hier hoch ein bisschen und übt mal ein bisschen das Stapeln. Wie bekommt sie denn Denkfähigkeit 1? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Knete hier, die macht auch Kreativität. Na, cool. Papa müsste eigentlich, ja, der kommt auch in 10 Minuten wieder. Sehr gut. Derweil kann sie ein bisschen Yoga machen. Komm, Yoga üben. Ich habe mir nämlich gedacht, dass sie, also sie hat ja ordentlich zugelegt nach der Geburt. Müssen wir nicht drumherum reden. Ist ja auch normal, ist gar nicht schlimm. Aber ich glaube, dadurch, dass sie sich ja eh mit der Wellnessfähigkeit beschäftigen soll, darüber reden wir gleich, ist das jetzt der gute Zeitpunkt, um damit anzufangen. Und sie möchte einfach ein bisschen mehr zu sich selbst finden und einfach ein besseres Körpergefühl bekommen und gesünder leben. Deswegen werden wir ein bisschen an ihrer Wellnessfähigkeit arbeiten und Yoga machen und vielleicht auch ein bisschen joggen gehen. Wobei Sport mag sie, glaube ich, nicht. Aber jetzt reden wir über Malcolms Beförderung. Sehr schön. Er sieht absolut gestresst aus. Aber er ist befördert worden, verdient jetzt... Wow. Er verdient jetzt einen Simoleon mehr pro Stunde. Wow. Was eine Beförderung. Und hat 300 Simoleons Bonus bekommen. Und Früchte für Einsteiger. Die machen wir gleich mal auf. Gucken, was da drin ist. Ein Apple. Und eine Banane. Okay. 6 Bananen. Wo sollen wir die denn hinpflanzen? Okay, liebe Leute. Ich würde sagen, Malcolm macht sich jetzt drauf und dran und räumt dieses Gerümpel hier weg und vergrößert den Garten. Das ist doch eine schöne Idee. Wir sehen uns gleich mal. Tada! Ich habe gleich das komplette Grundstück aufgeräumt. Hatte ich eigentlich überhaupt nicht vor in diesem Part, aber mich hat es einfach gepackt. Jetzt haben wir hier einen einsamen Apfelbaum und dieses gelbe, die komische Ding da unten, das kriege ich nicht weg. Ich krieg's nicht weg. Dann haben wir hier noch die weiteren Apfelbäume und hier hinten haben wir jetzt unseren schönen aktuell Kräutergarten. Ich habe noch eine Reihe hinzugefügt und die Bäumchen hier hinten habe ich so ein bisschen ordentlich drapiert. Das hier vorne finde ich eigentlich schöner, dass die so unordentlich sind. Hier hinten hat jetzt Malcolm seine Werkbank. Der Generator hat auch hier Platz gefunden. Und that's it. Ich habe dann vor, hier so eine Art Terrasse irgendwann mal zu machen. Vielleicht auch noch einen kleinen Pool, wenn dann mal das Geld reicht. Mal gucken. Und ja, das war's. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken, wie viel Geld hatten wir denn? Ah! Wir haben eine Babywiege, die wir verkaufen können. Nice. Die Standardwiege, wo man bekommt. Wir nehmen es einfach als Kindergeld. Und diesen süßen Stuhl hier haben wir auch noch. Den würde ich ja eigentlich gerne als Andenken behalten. Aber wohin damit? Wir haben keinen Platz dafür. Ich lasse ihn mal im Haushaltsinventar. Haben wir oben noch Platz? Ja, hier ist auch ziemlich voll. Full Option hier. Full Option. Nee, ich lasse ihn mal im Haushaltsinventar. Das hier wollte ich nicht verkaufen, weil ich dann Geld dafür bekomme. Das lassen wir jetzt auch mal da drin. Okay, ready. Ah, der Briefkasten. Der schwebt da jetzt so rum, ne? Oh Mann, jetzt ist unser selbstgemachter Briefkasten, ja. Weg. Das wollte ich nicht. Egal, jetzt haben wir so einen. Dann ist es halt so. Ja, und das Haus habe ich auch allgemein ein bisschen weiter vorgeholt, dass wir einfach hinten Platz haben für einen großen Garten. Ist ja auch Aufgabe der Challenge. Deswegen, wie findet ihr es? Wie findet ihr es? Wir nehmen an, Malcolm hat damit jetzt den ganzen Nachmittag verbracht, den Garten komplett aufzuräumen, damit er hier seine Bananen noch pflanzen kann. Oh, Halleluja, das ist ja die reinste Bananenplantage. Aber okay. Und ein paar Apfelbäume haben wir auch noch. Die können wir eigentlich hier noch hinpflanzen.
Nee, nicht essen. Die wächst zwar erst im Herbst, aber dann haben wir zumindest schon mal den Verdienst für den Herbst vorgesorgt. Oh, wir können eigentlich auch noch Blumen pflanzen. Komm, die kann er dann hier hinten abpflanzen. Dann wächst ja auch mal ein bisschen was anderes als nur Kräuterlis. Ja, das war's. Was ist denn jetzt deine Arbeitsaufgabe? Pflanzen abernten. Ja, schwierig. Das hat deine gute Gattin schon gemacht. Schwierig. Aber morgen darfst du. Super. Guck, Ivy gefällt der neue Garten. So, was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Ich bin völlig aus dem Konzept jetzt hier. Was macht die kleine Maus eigentlich hier unten? Komm, beschäftig dich mal mit ihr, während Daddy das hier alles einpflanzt. Und die Käfer sehen ja irgendwie nicht so happy aus. Wow, sehr satt. Ja, gut. Gießen darfst du es dann auch gleich. Ach so, ich habe sie jetzt beim Yoga üben gestört, ne? Und Ivy sollte ja eigentlich mit ihrer Knete kneten. Ah, ja, sie kann auch mit den Autos spielen. Oh, oder nein, sie soll sich mit Blaffy anfreunden, damit er seine Augen öffnet. Ach, guckt sie euch an. Sind sie nicht ein tolles Pärchen? Und da geht die Sonne auch schon wieder unter. Ich habe jetzt extra hier die freie Fläche gemacht, weil da eben die Sonne nach oder den ganzen Mittag eigentlich dran drauf scheint. Und hier ist so die Schattenseite. Ich weiß, wenn ich jetzt hier ein Fenster hinmache, habe ich mir so ein bisschen die Sicht versperrt. Aber das können wir dann mal noch gucken, wenn ich das Geld für ein Fenster habe. So. Der Sporttag des Footballteams. Toll, das interessiert uns absolut gar nicht aktuell, weil wir keinen Teenager haben. So, Malcolm hat jetzt auch 2 Tage frei. Das trifft sich gut. Ich habe nämlich vor, dass Cici, die liebe Fleur, morgen überraschen wird. Morgen früh. Und die sagt dann zu ihr, hey, ich habe eine Überraschung für dich. Wir fahren wohin? Auf deinen Junggesellenabschied. Und ich bringe noch ein paar Leute mit. Oh, sie hat schon Wellnessfähigkeit 2. Kognitive Konzentrationsmethoden. Aha. Okay. Okay. Ah, sie spielt mit ihrem Schäfchen. Wie süß. Sie hat auch, glaube ich, schon voll die hohe Fantasiefähigkeit. Aber was Denken angeht, bin ich noch ein bisschen neugierig. Spiel mit Flashcard. Ah, mit Flashkarten. Okay, dann soll Papa doch mal mit den Flashkarten mit ihr spielen. Wo wird denn das angezeigt? Kinderbuch lesen, Sprechen beibringen. Gibt's nicht. Bitten sich selbst zu waschen? Wie soll sie denn das machen? Na gut, dann bringt er ihr halt ein paar Manieren bei. Ist auch nicht schlecht. Der kleine Hexe. Ich finde das so süß, dass sie auch eine Hexe ist. Dabei weiß ihre Mama ja nicht mal selber, was sie eigentlich kann. Aber da habe ich auch noch eine Story-Idee. Wie sie das vielleicht noch herausfindet. Boah! Wieso kann sie das so gut? Sie kann jetzt Aromatherapie-Massagen verabreichen und die Yoga-Haltung Dreieck einnehmen. Wow, okay. Scheint ihr ja echt gut zu gefallen, aber es reicht dann auch wieder. Dann darf sie mal schnell duschen. Und heute gibt's mal was Frisches zum Abendessen. Die essen ja seit gefühlt einer Woche Eier mit Speck. Meditative Offenbarung. Fleur fühlt sich zentriert, ruhig und friedvoll. Vielleicht wird es Zeit für sie zuzugeben, dass sie Wellness mag. Ja, ich finde, das passt zu ihr. So, und dann wird sie Abendessen servieren. Heute gibt's Chili. Ah, kann sie jetzt nicht mehr duschen gehen wegen dem Töpfchen? Oder warum? Ich nichts verstehe. Warum ist sie wütend? Undankbar, weil gelernt hat, Bitte und Danke zu sagen. Ivy will nicht Bitte oder Danke sagen. Nein, auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Du kannst sie nicht überzeugen. Ach, die Arme. Okay. Dann bring ihr doch mal bei, den Turm zu bauen. Wobei, nee, Formen wäre eigentlich wichtiger, oder? Wie mache ich das denn? Formen beibringen. Komm, mach das. Kennt sie das? Oh, ist das schön. Ich nehme mir immer vor, mich um jedes Kleinkind in Sims so zu kümmern. Oh mein Gott, was war das für eine vom Teufel besessene Animation? Halleluja. Okay. Was ich sagen wollte, ich will mir eigentlich immer so viel Zeit nehmen für die Kleinkinder in Sims, aber irgendwann nerven sie mich, da keine Lust mehr drauf. Aber Ivy ist ein Zuckerstück. Bei Ivy mache ich das gern. Oh, hallo. Katie, ja, komm doch rein. Wollen wir eigentlich gerade... Ja, komm halt rein. Warum stehen hier eigentlich die ganze Zeit Leute vor der Tür? Das ist mir in keinem Spielstand bisher so aufgefallen. Hallo. Sag mal, ist Ivy eigentlich ein Naturtalent? Die kann ja auch alles richtig schnell. Was geht, Katie? Sie wollte ich eigentlich auch noch umstylen, weil sie sich ja auch richtig gut verstehen. Aber da hat dann die Zeit nicht mehr gereicht. Das ist ja auch ein Sim von euch. Ach Gott, Malcolm hat wieder Angst vor dem tiefen Wasser. Das ist ganz toll. Das steigt aber extrem schnell. Ist das ein Bug? Habe ich irgendeinen Bug installiert? Genug von Klötzchen. Okay.
dann gehen wir doch jetzt essen. Gib doch Ivy mal eine Portion und dann gehen wir nochmal aufs Töpfchen mit ihr und dann kann sie auch schlafen. Ist eh schon voll spät für die kleine Maus. Heute darf sie mal im Bett essen. Oh Gott, nicht traurig sein, mein Goldschatz. Bitteschön. Papa kommt dann nochmal. Papa hat auch Hunger. Papi hat auch Hunger. Geht er denn jetzt hin? Ah, hat kurz den Pflanzkübel angeschaut. Ah, er steht noch da. Okay. Und Ivy will schon wieder zu Mami. Sie ist echt sehr anhänglich, muss man sagen. Geht der Balken eigentlich auch mal wieder weg? Oder nicht? Okay. So, dann darf Papi jetzt was essen. Und du darfst dann auch wieder nach Hause gehen. Ich meine, es ist 11 Uhr. Dann bring sie doch nochmal aufs Töpfchen, bevor sie jetzt ins Bett geht. Sonst geht das wieder an der Windel. Mama muss auch aufs Klo. So, dann darf er das noch weglegen. Erziehungslevel 4. Das geht aber schnell. Irgendwas ist doch schon wieder buggy an meinem Spiel, oder? Also, ich weiß ja nicht. Oh mein Gott, sie hat schon wieder... Wieso passiert das immer? Sie hat immer noch Hunger. Soll sie das mal nochmal essen? Papa ist müde, der soll ins Bett. Decken wir sie noch zu und gehen auch schlafen. Und wir sehen uns morgen früh wieder. Oh nein, kleine Ivy hatte einen Albtraum. Oh, da müssen wir sie natürlich gleich liebevoll umarmen. Das geht ja gar nicht, wenn die kleine Maus einen Albtraum hat. Die arme Mausi. Können wir sie in Schlaf lesen nochmal? Geht das? Oh, wie sie da steht mit ihrem Stulli. Mal gucken, ob sie dann nochmal schlafen kann. Okay, wir sehen uns morgen früh wieder. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Sisi ist überraschenderweise da. Ich habe sie, wie gesagt, ein bisschen umgestylt. Ich weiß nicht, warum Fleur gerade so aufgebracht ist. Könnt ihr euch mal wieder lieb haben? Auf jeden Fall wird Sisi jetzt Fleur in den Urlaub einladen. Und sie werden zusammen 2 Tage ihren Junggesellenabschied feiern. Also das Wochenende einfach. Und Sisi wird noch ein paar Freunde mitbringen. Deswegen habe ich sie jetzt auch kurz zur Familie hinzugefügt, weil sie das eben steuern muss mit dem in Urlaub fahren. So, wir nehmen Fleur mit. Wir nehmen Jan Lee mit. Der wohnt nämlich bei ihr. Und Nong Lee nehmen wir mit. Und das Mädel kennt sie gar nicht, oder was? Hauptsache, sie kennt Nancy. Ich wollte eigentlich noch das Mädchen mitnehmen. Egal, dann gehen sie jetzt halt zu viert in den Urlaub. Melke wird begeistert sein, aber es ist ja der Junggesellenabschied, deswegen... Den Urlaub wird auf jeden Fall Sisi zahlen, habe ich mir gedacht. Deswegen merken wir uns jetzt, wie viel Geld wir haben. 607 Simoleons. Das ist ja eine Überraschung an sie. Jetzt kann ich da gar nicht hin. Ich habe das doch als Mietgrundstück gemacht. Jetzt hat es funktioniert. Keine Ahnung, was da schon wieder los war. Es war eigentlich schon ein Mietgrundstück. Aber, liebe Leute... Seid ihr bereit für die perfekte Location für einen Junggesellenabschied? Wir nehmen 2 Tage. Wie gesagt, das zahlt Sisi. Ich habe jetzt gerade nur Geld gecheatet, dass das eben Sisi zahlt. Und ich mache das Geld gleich wieder richtig. So, als allererstes machen wir jetzt hier wieder Money. 607 waren es, glaube ich. Schreibt es mir in die Kommentare, falls es zu viel ist. Sisi werden wir jetzt wieder aus der Familie entfernen. Ich hoffe, sie bleibt trotzdem im Urlaub mit dabei? Ich glaube schon, oder? Ich glaube schon. So, liebe Leute, jetzt gucken wir uns mal die Yacht an. Ich bin absolut hyped. Ich habe mich so gefreut, wo ich das in der Galerie gesehen habe. Ich meine, wie gut sieht das bitte aus? Guckt euch das mal an. Das sieht echt aus wie eine Yacht. Ich bin absolut in love. Was für eine coole Junggesellenabschiedsfeier wir hier machen können. Hier ist sogar ein Pool. Okay, gehen wir mal rein. Die ist absolut riesig. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Oh, es gibt noch einen Stock. Okay, also hier ist der Eingang. Bisschen duster ist es. Hier ist der Eingang. Oh mein Gott, das ist einfach die Schiffsturbine, soll das sein. Wie gut einfach. Hier ist so der Vorratsraum. Hier haben wir ein Schlafzimmer. Hier ist ein Musikzimmer mit Aquarium. Hier haben wir ein zweites Schlafzimmer. Hier haben wir einen Fitnessraum sogar. Noch so ein Kaminzimmer. Hier ist dann der richtige Aufenthaltsbereich, nenne ich es mal, mit Küche und Bar und hier das Highlight, der Pool natürlich. Dann gibt es hier oben nochmal einen Aufenthaltsraum. Auch richtig nice. Nochmal ein Schlafzimmer, das Master-Schlafzimmer wahrscheinlich. Ich nehme mal an, das Sisi und Fleur. Dann gibt es eine Musikmischstation und nochmal ein Arbeitsplatz. Mega nice. Und ganz oben gibt es noch einen Whirlpool. Oh mein Gott, und hier kann man sich sogar massieren lassen. Oh, Sisi hat sich nicht lumpen lassen. Oha, krass ist das denn. Das ist wirklich krass. Aber mir ist das zu duster. Ich platziere noch ein paar Lampen, okay? Okay, es passiert nichts, wenn ich Lampen platziere. Ich glaube, das ist nicht ganz zu.
Aber das kann ich jetzt auf die Schnelle auch nicht lösen. Also nehmen wir es einfach mal so hin. So, wir bedanken und wir werfen uns jetzt erstmal in unsere Strandklamotten, würde ich sagen. Okay, ist es für mich viel zu warm? Was ist denn ihr Strandoutfit? Das hier, okay. Und dann umarmt sie erstmal richtig dolle, die liebe Sisi. Weil, wie lieb ist das denn bitte? Du spinnst ja, würde sie sagen. Das ist doch viel zu teuer und richtig krass. Vielen, vielen Dank. Warum hat sie jetzt nicht umarmt? Ich möchte sie umarmen. Komm schon. Oh, wie lieb einfach. Okay, die zwei Jungs kennt sie noch gar nicht. Die wird sie ihr jetzt vorstellen. Das sind nämlich ihre Mitbewohner. Oh, das ist ein Hai. Seht ihr ihn? Nee, doch kein Hai. Das ist nur ein großer Fisch, okay. Wo ist denn jetzt der andere Typ hin? Der ist weg. Ah, da. Okay, so. Ich kann sie gar nicht auseinanderhalten, ehrlich gesagt. Aber es sind auch Sims von euch. Die sind jetzt halt natürlich ein bisschen... Ach, ihn kennt sie sogar. Wer ist das? Yan Li. Okay, und wem stellt sie sich jetzt vor? Nong Li. Ah, das sind Brüder. Okay. Das sind Brüder. Alright. Ich weiß nicht, vielleicht hat Sisi was mit dem, mit einem von den beiden, vielleicht auch mit beiden. I don't know. Fleur wird sich jetzt auf jeden Fall erstmal in ihr Schlafzimmer zurückziehen und sich ready machen. Okay, es gibt kein Badezimmer in ihrem Schlafzimmer. Wo ist denn das Badezimmer? Hier. Okay. Sie ist ja überhaupt nicht vorbereitet für den Urlaub. Sie wird sich erstmal die Beine rasieren, die Arme rasieren und dann wird sie die Sonnencreme auftragen und sich erstmal sonnen. Und ich würde sagen, die Party steigt dann erst heute Abend. Steigt sie heute Abend? Vielleicht steigt sie auch erst morgen. Wie lange sind wir denn jetzt da? Ah, okay. Wir sind morgen den kompletten Tag noch da und hier fahren wir dann heim. Ja. Okay, das heißt, ich würde sagen, morgen feiern wir den Junggesellenabschied. Heute ist mal noch so Ankommtag und ein bisschen entspannen und die Leute kennenlernen. Und für morgen hat Sisi dann die Party geplant. So ist der Plan. Sie hat ein bisschen Hunger, deswegen werden wir uns jetzt Brunch servieren. Komm, wir gönnen uns... Was gönnen wir uns denn? Pfannkuchen. Pfannkuchen, da hätte ich ja jetzt auch Lust drauf. Vielleicht gibt es heute Abend noch Pfannkuchen. Ich hoffe mal, er kümmert sich gut um Ivy. Sonst bin ich nämlich böse. Sonst muss ich ein Hühnchen rupfen mit dem Melker. Ich glaube, das macht er schon gut. Die Yacht ist viel zu groß für die drei Leute, vier Leute. Aber es sieht so cool aus hier. Das ist so gut gemacht einfach. Richtig cool. Schade, dass wir keine Yogamatte haben. Aber dann machen wir halt ein bisschen Sport. So, dann ruft doch mal alle zum Essen, damit ihr euch mal alle ein bisschen besser kennenlernt. Da kommt die ganze Mannschaft. Man könnte auch noch warten, bis man anfängt mit Essen. Aber muss nicht sein. So, wie ist er jetzt nochmal? Nong Li. Nong und Yan Li. Das werde ich mir niemals merken können. Ach, schön. Komm, unterhaltet euch doch. Wie wäre es? Einfach mal ein bisschen kennenlernen oder so. Frag ihn mal nach seinem Tag. Oh mein Gott. Savannah schreibt, sie freut sich, dass wir uns mit Sisi angefreundet haben. Ich bin mir nicht sicher, ob sie sich darüber wirklich freut. Ach, guck mal. Fleur macht sogar den Abwasch. Sisi auch. Die Männer bleiben sitzen. Was für Machos. Aber wir werden ihn hier jetzt mal ein bisschen kennenlernen. Ja, schmeichel ihm doch mal und erzähl ihm eine dramatische Geschichte. So, und dann, bevor die Sonne weg ist, gehen wir noch ganz schnell pullern. Und dann möchte ich mich eigentlich sonnen. Sonnen in Badekleidung. Okay, jetzt ist sie nicht mehr aufs Klo. Aber gut. Die letzten Sonnenstrahlen. Sisi hat keine Lust. Hat sie keine Lust? Ach, schön. Guckt sie euch an. Sie ist happy. Das ist ganz komisch, jetzt wieder mit nur einem Sim zu spielen. Fällt mir gerade auf. Am Anfang fand ich es ja anstrengend und komisch, mit Malcolm dann noch zu spielen. Aber jetzt hat man sich schon voll dran gewöhnt. Sie hat gar keine Farbe bekommen. Vielleicht war es zu kurz. Aber die Sonne ist jetzt dann auch schon wieder weg. Deswegen, wo ist denn Sisi hin? Jetzt lassen wir sie mal aufs Klo gehen. Und oben könnten wir eigentlich Sisi eine Massage geben. Wenn wir das machen. Massage anbieten. Eine Aromatherapie. Lavendel. An Sisi. Wieso nicht? Als Dankeschön. Oh, sie ist hier gerade am Shake-Home. Ich hoffe, wir haben jetzt dann... Sind da nicht in irgendwas dazwischen gegrätscht? Man weiß ja nicht. Okay, sie hat Lust. Dann gucken wir mal, was für magische Hände Fleur hat. Oh, wie schön im Sonnenuntergang. Oh mein Gott. So, da wird die Sisi durchgeknetet. Sehr schön macht sie das. Ich hätte auch gerne Massage. Und fertig ist sie. Wunderbar. Und weil es so schön war, würde ich jetzt Sisi einfach fragen, ob sie unsere Trauzeugin werden möchte. Mitten auf der Hochzeit Trauzeugen-Sim zu sein. Hier so schön bei Sonnenuntergang auf Solani. Das ist doch die perfekte Kulisse dafür, um diese Frage zu stellen. Sisi, wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile und du
bist echt eine gute Freundin geworden. Möchtest du meine Trauzeugin werden? Aber natürlich. Ah, wie schön. Ist das toll. Und sie hat einen makellosen Ruf, die Fleur. Und sie sind nochmal gute Freunde geworden. Ich dachte, das sind sie schon. Ach, wie toll. Jetzt muss Fleur aber leider pipi. Steht das jetzt hier eigentlich auch irgendwo? Hochzeitszeuge. Als Trauzeugensim auserwählt. Ah, schön. Das ist doch toll. So, dann gehen wir ins Pipi. Hat sie es noch? Ja. Und dann können wir eigentlich den Abend hier so ein bisschen ausklingen lassen. Aber hier kann niemand Gitarre spielen von denen, oder? Ja, Savannah, ich weiß, dass ich mich angefreundet habe. Hä, jetzt ist hier doch Licht. Jetzt ist hier doch Licht. War ich vorhin zu blöd? Es war doch vorhin voll dunkel hier. Na gut. Okay, dann werden wir jetzt mal Getränke zubereiten. Sie gönnt sich jetzt erstmal einen Miloir. Das ist ja auch ihr erster Urlaub, nachdem sie ein Kind bekommen hat. Oh, hier ist sogar eine Yogamatte. Ja, perfekt. Komm, dann setzen wir uns jetzt mit unserem Getränk schön wohin. Ups, jetzt habe ich die Staffelei verrückt. Verrückt. Oh, hier ist schön. Das zünden wir jetzt an. Oh, das ist schon an. Dann setzen wir uns jetzt hier hin und genießen unser Weinchen. Und es wäre eigentlich schön, wenn Sisi uns... Komm, wir bilden mal eine Runde. So, jetzt sind wir alle in der Runde und dann können sich bitte alle mal hier hinsetzen und hier ein bisschen plaudern. Das wäre doch nett. Und sie hat ihr Weinchen schon aus. Ausgetrunken, du. Okay, Getränk zubereiten für alle, komm. Jetzt trinken wir alle was. Und zwar, jetzt gibt's einen Weißwein. Jetzt gibt's ein Weißweinchen. Sisi muss noch kurz auf den Topf. Oh, was ein Zuckerstück. Er räumt gleich alles auf. Jetzt gibt's hier 4 Weingläser und dann geht's ab die Party. Ist ja eigentlich Musik. Nein. Ist ja langweilig. Für morgen müssen wir Musik organisieren. Aber heute ist ja eher ein gemütlicher Abend. Wir wollen ja nicht 2 Abende einen drauf machen. Das wäre ein bisschen viel. Ihr könnt euch gerne unterhalten. So ist es nicht, ne? Warum sind denn alle so schweigsam? Wieso gibt es keinen Knopf? Alle sollen sich unterhalten. Möchtest du dich dem auch anschließen? Ach, der sitzt zu weit weg. Ja, dann erzähl ihm doch mal, dass sie verlobt ist. Wahrscheinlich weiß er das zwar, weil ich meine, er ist auf ihrem Junggesellenabschied dabei, aber man kann es ja trotzdem doch mal erzählen, ne? Und dann bringt sie noch einen Toast aus und bringt ihm, zeigt ihm ein paar Bilder, vielleicht von, oder auch nicht. Hört ihr euch nicht einfach unterhalten? Oh mein Gott, warum ist er kokett? Warum ist er denn kokett? Ja, dann bietet ihm doch eine Handmassage an, warum nicht? Oh, ich sehe, deine Hände sind so verspannt. Könntest du ja eine Massage gebrauchen vielleicht. Oh, wow. Jetzt ist dann auch schon 23 Uhr. Ich glaube, wir machen noch eine Gute-Nacht-Yoga-Session. Wenn ich denn die Yogamatte wieder finde, hier. Familienfreundliches Yoga, komm. Und dann schwimmen wir noch ein bisschen. Komm, wir können auch mal eine Runde nackt baden mit Sisi, dem sie Yoga gemacht hat. Ich glaube, jetzt weiß ich, warum bei uns zu Hause die Fähigkeiten so schnell steigen, weil es ein Tiny House ist. Da ist doch das Merkmal, dass das schneller steigt, dachte ich. Und Sisi auch. Da baden die Mädels nackig, du. Was ist das eigentlich? Sprung für Runde? Oh, und sie macht noch eine Arschbombe ins Meer. Komm, guckt zwar eh niemand zu. Oh mein Gott, sie ist nackt und es kommt einfach ein Typ. Und sie ist, okay, vielleicht sind die 2 Weine einfach zu Kopf gestiegen. Oh mein Gott, er feuert sie sogar an. Kannst du dir bitte was anziehen? Wenn das dein Mann wüsste. Oh mein Gott, was sagt man dazu? Zieh bitte dein Bikini wieder an. Bitte bedecken sie sich. Oh, das ist aber cool. Komm, wir machen noch einen Schwalbensprung. Kann sie das? Er kommt da direkt wieder und guckt zu. Hui! Oha, sie kann das sogar. Warum ist sie jetzt wieder nackig? Okay. Sie kann den Delfin rufen? Warum? Dann schwimmt sie jetzt noch ein bisschen rum. Oh, sie hat Level 5 der Fitnessfähigkeit, obwohl sie es nicht mag. Auch interessant. Oh, hier ist sogar eine Schaukel im Wasser. Ist das ein Träumchen? Ich will in Urlaub, Leute. Ich will in den Urlaub. So, genug geschwommen. Hast du es gemacht. Dann wird sie jetzt noch die paar Reste essen von heute Mittag und dann ins Bett gehen. Und ich würde sagen... Wir beenden den Part an der Stelle. Ich hoffe, euch gefällt die Idee, dass wir den Junggesellenabschied auf einer Yacht in Sulani verbringen mit Sisi und 2 ihrer Kumpels. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Im nächsten Part feiern wir dann wirklich den Junggesellenabschied. Wir haben jetzt endlich eine Trauzeugin, auch wenn sie noch nicht unsere beste Freundin ist, aber sie wird unsere beste Freundin. Ich gebe nicht eher auf. Ansonsten haben wir jetzt einen wunderschönen Garten, wie ich finde. Oder was meint ihr? Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Lasst sehr gerne ein Abo da und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.